Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray und diesem geilen, bösen McLaren P1. Den hatten wir ja schon in der letzten Folge, ja, mal kurz angeschnitten, sagen wir einfach mal. Nämlich, wir waren auf unserer Teststrecke unterwegs und da habe ich ja ein paar schon geile Fahrzeuge drüber geschickt. Unter anderem auch diesen McLaren P1 und der hat direkt mal, ja, ohne Wenn und Aber, muss man ja sagen, den Rekord gefahren und aktuell Rekordhalter. Wenn auch nur ganz knapp vor dem Ferrari LaFerrari, die waren sozusagen gleich schnell. Aber der hier war halt einen Ticken schneller, der hat einen Ticken die bessere Zeit geschafft. Und ich hab euch ja schon versprochen, in der nächsten TWIF-Ausgabe, also in dieser Folge, ja, fahren wir den nochmal, weil ganz, ganz viele Leute sich den gewünscht haben. Und zwar über unser TWIF-Formular, welches sich übrigens in der Videobeschreibung befindet und nicht in den Kommentaren. Ja, haben 71 Leute derzeit für diesen McLaren P1 gestimmt. Und davon haben knapp über 30 Leute gesagt, ich möchte einen Maximalaufbau. Noch mehr, also so circa, ich glaube 37, 38 Leute haben gesagt, Performance-Aufbau. Und dann gibt es noch ein paar wenige, die Serie und Rallye Offroad und Drift hat zum Beispiel keiner. Interessant. Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld vor der Folge mal so ein bisschen geguckt, was man denn machen kann beim Fahrzeug und so weiter. Und deswegen kann man mehr oder weniger getrost Maximalaufbau und Performance zusammennehmen. Denn viel kann man tatsächlich nicht an diesem Fahrzeug machen. Das ist ja schon ein Hybrid-Hypercar. Ja, das ist ja schon eigentlich schon das Nonplusultra. Da kann man tatsächlich im Spiel nicht mehr so viel rausholen. Deswegen würde ich einfach auch sagen, wir bauen einfach alles rein und nehmen einfach halt den Wunsch, Maximalaufbau, Performance so ein bisschen zusammen. Umbauten, da haben auch einige geschrieben, Motorwechsel und so weiter, das geht nicht. Ja, wir bleiben beim standardmäßigen V8 Biturbo-Hybridmotor. Den Antrieb können wir jetzt wechseln, das lassen wir jetzt aber mal. Wir gucken einfach mal, was wir so ändern könnten. Wir könnten jetzt auch natürlich noch die Forza-Splitter und so weiter dran machen. Das hätte vielleicht auch einen Effekt, würde vielleicht auch was bringen. Aber ich denke auch mal, da bleiben wir einfach mal beim serienmäßigen und gucken dann, was wir so machen können. Was wir machen können, wäre noch eine Reifen mit Beschriftung oder Offroad-Reifen. Da würde ich auch sagen, bleiben wir einfach bei den Standardreifen. Aber was wir machen werden, ist das ganze Ding breiter von den serienmäßigen 2,45er an der Front. Gehen wir auf 2,65er an der Front und im Heckbereich gehen wir auf 375er Reifen. Aha, 375er Reifen, das ist natürlich eine ordentliche Breite. Ja, Felgen, da können wir mal gucken, was wir denn da so Schönes nehmen. Ich glaube, einige haben gesagt, ich soll ADV1 Felgen nehmen. Frage ist jetzt nur, welche passen. Welche können wir nehmen? Welche sehen einigermaßen gut aus? Ist jetzt wieder die Frage. Ich glaube, viele von euch wollen wahrscheinlich die hier sehen. Das sind so diese Standard-ADV1-Felgen. Aber ich glaube, die sehen gar nicht mal so gut aus, oder? Bei dem würde ich jetzt behaupten. Wir nehmen lieber, wir nehmen einfach mal hier, oder? Das passt doch eigentlich ganz okay. Oder doch andere. Die hier und dann einfärben oder so. Die hier sind eigentlich auch nicht schlecht. Oder Serie. Ich finde die Serienfelgen eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wenn wir die jetzt noch ein bisschen größer machen, von den 19 Zoll vorne auf 20 und hinten auf 21 Zoll, können wir doch eigentlich die lassen, oder? Sehen ja vom Stil sehr ähnlich aus zu den ADV1. Komm, wir lassen einfach die kommen. Das ist ja vom Ding her, macht es ja keinen Unterschied. An dem wollen wir uns jetzt nicht aufhalten lassen. Wir können Getriebe nochmal anpassen, das machen wir auch. Und hier können wir, ja, können es noch höher legen, das wollen wir nicht. Ja, wir können noch den Überrollkäfig, lassen wir auch weg. Wir können aber Gewichtsreduzierung, zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Und zwar, ja, auf 1,4 Tonnen runter. Und wir können am Motor eigentlich nur den Turbolader ändern. Und das machen wir auch, aber der bringt schon mal ordentlich was dazu. Nämlich von 664 kW auf 791 kW. Das sind umgerechnet 1075 PS, ja, plus dann nochmal die über 1000 Newtonmeter Drehmoment, das ist auf jeden Fall eine Ansage, wie ich finde, und ja, dann wären wir eigentlich schon durch, mehr kann man nicht umbauen, und das lassen wir jetzt einfach auch so, würde ich sagen, das ist jetzt unser Umbau, die Einstellung installieren wir, und da gucken wir doch mal, hier nochmal die Änderung im Überblick, wir werden etwas leichter, ja, mehr Leistung und ein bisschen breitere Reifen, dadurch auch ein bisschen besseren Querbeschleunigungswert. Und dann gucken wir doch mal, was wir damit erleben können. Optisch haben viele, ganz viele unterschiedliche Wünsche kamen da rein.
von ich soll es bei dem Racing Orange lassen, ich soll das, ich soll ein Giftgrün, haben einige auch geschrieben. Jemand schreibt, ich soll komplett Carbon machen. Einige wiederum haben gemeint, ich soll die gelbe Farbe nehmen. Und dann noch ganz andere besondere Wünsche, die es noch gibt. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, wir nehmen einfach mal, da ich in der letzten Folge bei dem Test-Track, bei der Test-Track-Folge, das standardmäßige Racing Orange, was ja auch gerade drauf ist, genommen habe, werde ich jetzt einfach die andere Serienfarbe nehmen, nämlich das Gelb, was hier jetzt im Spiel gar nicht so krass rüberkommt, wie ich finde. Normalerweise ist es richtig grelles Gelb. Aber ich finde es trotzdem geil. Wir nehmen jetzt einfach das da, ja, bei aktuellem Speichern und machen gar nicht so ein Hack-Mack. Ich würde heute ein bisschen ballern. Das kam mit dem Auto, sagen wir jetzt mal, in der letzten Folge etwas zu kurz. Geballert haben wir genug, aber mit dem Auto haben wir ein bisschen zu wenig. Ja? Deswegen machen wir da ein bisschen mehr und jetzt gucken wir mal, wie wir mit dem fahren können. Wahrscheinlich müssen wir noch so ein kurzes 0815-Tuning drauflegen, denn ja, trotz der breiteren Reifen haben wir aber auch mehr Leistung und das muss man natürlich irgendwie auch erstmal auf den Asphalt kriegen. Aber ich bin da mal zuversichtlich, dass das gelingt bei diesem Fahrzeug. So, jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm. Okay, wunderbar. So. Ja, ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, dass wir auf jeden Fall den Sound mal noch voll aufdrehen werden. Das werden wir nachher machen, weil diese getunte Variante, habe ich euch ebenfalls versprochen, wollen wir ja noch auf den Testtrack schicken. Und das werden wir auch noch tun. Und jetzt mache ich erstmal so ein bisschen 0815-Tuning. Das Auto ein bisschen besser auf den Asphalt bringen. Bisschen weniger Reifendruck, gerade hinten im hinteren Bereich. Wobei, ja, nee, machen wir es mal so. Getriebe können wir, glaube ich, ein bisschen länger strecken. So. Und das ein bisschen so machen. Dann, ja, 435,5 ist erstmal gut. Topspeed ist nicht ganz so wichtig gerade. Dann würde ich hier sagen, mach mal ein bisschen mehr. Sturz, hier auch ein bisschen mehr. Das machen wir so. Da können wir ein bisschen weniger machen, würde ich sagen. Einfach so ein bisschen 0815-Tuning. Hier das Auto ein bisschen tiefer legen, oder? Wenn schon, denn schon. Und vielleicht so sogar. Das ist eigentlich okay. Dann machen wir vielleicht mal so. Dämpfer. Okay, machen wir auch ein bisschen hier weniger. Hier auch ein bisschen. Passt soweit, es passt. Ah, hier machen wir mal ein bisschen eher so. So. Aber mal so ein bisschen einstellen. Sind wir auf 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Das ist natürlich schon ordentlich mit Heckantrieb. Und er ballert natürlich jetzt schon richtig. Also wir haben ja natürlich nochmal deutlich mehr Leistung als beim Serien P1. Und das ist halt schon echt krankes Teil. Boah, leck mich am Arsch, wie der schiebt. Das ist schon heftig. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall auch mal ein Rennen gleich. Aber mal so ein bisschen gegen die Konkurrenz in der Klasse antreten. Guck mal, wie schnell wir auf 400 schieben. Boah. Boah, Alter. Unabgefangen, das ganze Ding. Wo geht's lang? Hier. Alter, Latz. Ist das nicht krank? Oh, jetzt habe ich doch gecrashed. Das ist doch echt eine kranke Scheiße. Ja, ich glaube, im letzten Gang können wir noch ein bisschen länger strecken, tatsächlich. Ich glaube, der würde noch ein bisschen, können wir ja tatsächlich ein bisschen länger doch ziehen. Vielleicht die letzten beiden Gänge sogar so vielleicht. Vielleicht geht er noch ein bisschen mehr Topspeed technisch. Kann mal schnell gucken. Ja, gut, es bleibt mehr oder weniger so. Ist ja nicht schlecht. Ja, allgemein zur letzten Folge, zu der Teststrecke. Ich habe ja mal wieder etwas längere Pause gemacht von der Teststrecke, nachdem ich ja ganz am Anfang, als wir sie frisch gehabt haben, habe ich ja öfters mal so die Teststrecke-Folge gemacht. Und dann habe ich auch schon gesagt, ich möchte ja nicht, dass es zu den Ohren raushängt, wollte ein bisschen Pause machen und habe sie jetzt aber wieder mal gemacht, die Woche. Und es kam richtig gut bei euch an. Natürlich, die Fahrzeugauswahl war natürlich halt auch krank. Und ja, ich bedanke mich einfach mal bei euch, dass ihr das auch wieder so gut aufgenommen habt, beziehungsweise dass ihr so viel Spaß hattet. Hat mich sehr gefreut in den Kommentaren, dass das Feedback so positiv war. Was mir noch aufgefallen ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, dass, oh, ich mach mal kurz einen anderen Song, weil das jetzt gerade während dem Sprechen ein bisschen blöd ist.
Oder ich mach gerade ganz mal aus, wenn ich gerade mit dir so ein bisschen reden möchte, ja. Was mir aufgefallen ist, es haben ganz viele Leute geschrieben, hey, Rafe hat das Fahrzeug noch und jenes Fahrzeug über den Testtrack und dieses Fahrzeug hast du vergessen und das musst du noch machen. Leute, an der Stelle, ich habe natürlich vor, so viel wie es geht, von diesen Fahrzeugen über den Testtrack zu schicken. Gerade von diesen ganzen Supersportlern, Hypersportlern möchte ich sowieso jeden drüber schicken. Auch so Fahrzeuge wie der FXXK oder der Vulcan oder sowas. Also Fahrzeuge, die eigentlich keine Straßenzulassung haben. Die werde ich auch mal drüber schicken. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt alle geilen Brummer, ja, gleich am Anfang drüber schicke, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Man muss ja auch ein bisschen abwechseln. Man muss ja auch gewisse Highlights setzen. Und ich denke, in der letzten Folge habe ich mehr als genug auf einmal in eine Folge verballert. Deswegen, in den kommenden Folgen, wenn ich mal auf die Teststrecke gehe, ja, da muss ja ein bisschen Abwechslung drin sein und eben halt immer wieder, man muss ja immer wieder mal ein Highlight setzen bei diesen ganzen Sachen. Und deswegen, habt da mal keine Angst und keine Sorge. Ich werde schon gucken, dass ich die ganzen Fahrzeuge da drauf entführen werde, denn mich interessiert es mindestens genauso, wie genau dich es interessiert, welches Fahrzeug was für eine Zeit denn auf unserer Teststrecke denn so verballert. Und das wollte ich einfach an der Stelle nochmal dazu sagen. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle, dass eben die Folge gut, bei euch gut angekommen ist. Und so viel kann man auch schon mal sagen, es wird in den kommenden Folgen nochmal eine Teststrecke... Wow, was geht bei ihm, ey? Okay, ja, es wird in den kommenden Folgen nochmal eine Teststrecke Folge geben. Welche Folge das sein wird, könnte man sich jetzt vielleicht denken, lasst euch überraschen aber, und es wird aber auch eine besondere Folge sein. Es wird was sein, was es so mit dieser speziellen Teststrecke noch nicht gab. Und deswegen, ja, lasst euch mal überraschen. Ja, Anna. Ja, nein, Anna, Mensch. Gut, das wollte ich noch sagen. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir ein bisschen Action mit dem Teil. Ich würde sagen, wir fahren ein Rennen. Und ich weiß auch schon, welches Rennen wir fahren. Wir fahren jetzt dieses eine verkackte Rennen, was immer so beschissen schlecht für uns lief. Und jetzt will ich es mal hinkriegen. Wir können auch wir machen eine Meisterschaft. Meisterschaft geht ein bisschen zu lange, glaube ich. Wir machen einfach ein Rennen. Mit diesem bösen Ding hier. Eigentlich lasse ich die Musik heute jetzt echt aus, oder? Komm, scheiß auf die Musik. Wir haben Musik. Motorenmusik. Alter, wie das nach vorne schiebt. Ja, zu spät bremsen hilft natürlich auch nicht. Oh. Ja, quer stehen kann er. Upsala. Was für ein böses Teil. Ja, Centenario, da guckst du blöd, hä? Sind Slalom fahren? Ah, das ist kein Problem. Ist das... Boah. Den haben wir... den haben wir weggecheckt und den auch. Sorry. Komm, ich mach mal hier Foto. Ich schulde leider noch kein Foto ab. So. Oh ja, der Huara BC. Den werden wir natürlich auch irgendwann noch auf die Teststrecke entführen. Oh, da habe ich ganz schön viele noch nicht. Ja, nice. Ja, dann machen wir hier, haben wir gleich mal hier einen neuen Bonus freigeschaltet. Da sage ich auch nicht nein. 260 haben wir jetzt. Bleiben noch fast genauso viel. 478 sind es aktuell. Okay. Fahren wir da vorne, dann können wir schon die nächsten abfotografieren. So. Einmal nach vorne. Da hat er keine neue. Okay, aber der hinter uns haben wir auf jeden Fall noch nicht, weil da war ein Fotosymbol. Niu. Das ist wahrscheinlich der neue ATSV, genau, aus dem Carpack. Ja, beim Carpack waren viele Leute auch meiner Meinung, dass es halt eben kein so besonderes Carpack war. Man muss natürlich auch dazu sagen, im Vergleich halt natürlich auch. Ich denke mal, bei den meisten ist es halt eine Enttäuschung, weil die ersten Carpacks so gut waren und dieses Carpack halt dann eher nachgelassen hat. Ja, im Verhältnis, muss ich sagen. Ja, schade, aber gucken wir mal, was noch so kommt. So, dann fahren wir einmal hier rüber. Rude ist ein bisschen komisch, aber okay. So. Fuck, sorry. So, Veranstaltung einrichten. Fanrennen. Anything
Ja, machen wir Anything Goes, oder? Aber es sind nur zwei Runden, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, da machen wir mehr. Anything Goes. Renneinstellungen. Drei Runden. Ach komm, machen wir vier. Ah, machen wir fünf. Ah, vier Runden reicht. Individuell machen wir. Nachmittag, bedeckt, fliegend. Ach, aktuell fliegend, passt. Und Blaupause erstellen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit unserem aufgemotzten McLaren P1 so hinkriegen. Vor allem bin ich auch mal gespannt, was die Konkurrenz so kann und leistet. Was wir da jetzt gleich als Gegner bekommen. Ich meine, ich habe Anything Goes gemacht. Wir sind in der X-Kategorie. Ja? Wir sind, ich glaube, das erste Fahrzeug, was wir auf X getunt haben, war tatsächlich der Centenario. Das ist jetzt erst das zweite Mal im ganzen Let's Play, dass wir auf X unterwegs sind. Also so oft waren wir da noch gar nicht auf diesem bösen Gebiet unterwegs. Und wenn man mal guckt, was hier mitfährt, finde ich das schon interessant. Also so Hypercar-mäßig sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nichts. Gucken wir mal auf die Startaufstellung. Da haben wir mit dabei ein Gallardo, ein Aventador, eine Corvette, ein Rally, WRX, ein Viper ACR. Okay, Viper ACR aufgemotzt, könnte echt böse sein. Den ATSV haben wir jetzt auch nochmal dabei. Infiniti Q60. Nochmal McLaren. Nee, den McLaren F1 haben wir dabei. Das ist ja natürlich geil. McLaren P1 gegen den McLaren F1. BSI Mono, Ford Focus und ein Chevy Camaro. Okay, das ist ja jetzt eher... Ich glaube, wir machen gleich danach nochmal ein Rennen. Und dann aber mal nur mit den Hypercars, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Na gut, die Allrad-Fraktion geht natürlich ein bisschen ab, aber jetzt, wo doch die Power gefragt ist, dürfte doch... Puh, da bremst aber fürchterlich stark ab. Ja, die ACR ist natürlich fies, weil die hat ja mehr Kurvenspeed als jeder Rennwagen hier im Spiel. Ich fühle mich gerade verarscht vom Spiel. Ach Gott. Warum sind die alle so schnell in den Kurven? Ja, komm, fast Grip. Aber das ist einfach die Strecke. Ohne Scheiß, die Strecke ist irgendwie wie verflucht. Das ist irgendwie die... Die haben wir bis jetzt erst mit ganz, ganz wenigen Fahrzeugen wirklich gut gestaltet. Und ich komme kaum um die Kurve rum. Das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Feuer frei. Komm, 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 komm. Gerade hier auf den Geraden müssten wir doch mega den Vorteil haben. Guck mal, wie spät die ACR bremsen kann. Das ist ja unmenschlich. Nein, McLaren F1. Der macht es uns jetzt gerade hier in den Kurven zur Hölle. So, jetzt aber, komm. Hybrid Power. Das Blöde ist, wir werden hier immer weggecheckt von den drei Vatanen. Und das macht es gerade ein bisschen schwierig hier. Aber ich komme jetzt schon mal ein bisschen besser durch. War ein bisschen übermütig in der ersten Runde. Feuer frei. Ja, Platz 1 und 2 sind schon auf und davon. Wir haben ein bisschen viel Zeit liegen lassen am Start. Oder in der ersten Runde vielmehr. So, aber da ziehen wir jetzt ja easy peasy vorbei. Ach, guck mal die Speed an, die wir haben. Ja, guckt auch der Aventador schlecht. Ja, bis es um die Kurvenfahrt geht. Alter. So, komm, 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 komm. Den kriegen wir noch. Habe ich kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass der Gallardo sogar auf der Front ist oder an der Front ist, oder? Aber der Gallardo ist schon ein böses Fahrzeug in dem Spiel, wenn man den aufmotzt. Haben wir ja selber auch mal gemacht, wie ihr euch vielleicht erinnert. Das war zu spitz. Ach komm, da hat sich ein Flashback. Das war viel zu spitz angefahren, die Kacke. Die Kurve muss man einfach von weit außen anfahren. So, jetzt aber, komm, auf der Geraden, da holen wir die jetzt. McLaren P1 Power. Alter Latz. Jo, ich hatte recht. Der Gallardo Superleggera ist ja da. Ja, und der Huracan wird ja, so wie es aussieht, nicht Superleggera heißen. Also die 1 auf die Fresse Version, sondern die wird ja Performante heißen. Da wären wir wieder beim Thema Performance, ja, oder performant, ja.
Und angeblich soll der Huracan Performante sogar schneller als der 918 Porsche auf der Nordschleife sein. Also das ist schon krass. Also unter 7 Minuten, das ist eine Ansage auf jeden Fall. Bin ich ja mal schon mal gespannt. So, egal. Aber jetzt sind wir erstmal mit dem P1 unterwegs. Ja, leider gewinnen wir nicht. Ich glaube nämlich, das Ziel kommt vorher, bevor wir vorbeifahren können. Ja, in den Kurven haben wir ein bisschen das Nachsehen jetzt gehabt, weil die... Ja, ich den Grip nicht so gut umsetzen konnte. Wobei ich davon ausgehe, dass wir kurvenspeedtechnisch schneller wären, wie die hier. Zumindest bei den schnellen Kurven. Nur bei den engen haben wir gerade so ein bisschen unsere Problemchen jetzt gehabt. Aber wir fahren jetzt nochmal ein Rennen, würde ich sagen. Wir fahren nochmal ein Rennen und gucken mal, ob wir denen nicht richtig jetzt auf die Fresse geben können. Am besten so ein Sprintrennen, wo wir schön mal ein bisschen hier, ne, schnellere Straßen fahren. Da oben gibt es auch so ein geiles, glaube ich, oder? Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Schnellreise dahin. Oh, jetzt hängt das Spiel. Ach nee, echt jetzt. Okay, kurzer Cut, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück, passend zum Rennstart. Jetzt habe ich mal auch als Konkurrenz nur die Hypercars eingestellt. Und da gucken wir doch mal, wie wir jetzt hier gegen die eigene Konkurrenz so anstinken können. Und dann auch noch auf leicht nasser Fahrbahn. Also eigentlich jetzt die härteste Bedingung, die es nur so gibt. Aber wir haben einfach die absolute McLaren P1 Power. Alter, guck mal, wie wir abgehen. Boah, ja, und die... Na, gut, okay. Wenn man natürlich hier die ganze Zeit die Pfosten mitnimmt, ist klar, dass man da nicht so schnell um die Kurven geht, aber... Oh, das war nicht so gut vom Gang. Ja, Bugatti sieht jetzt natürlich alt dagegen aus. Tschüss! Ah, das ist so übel, das Teil. What the fuck? So, komm. Jetzt kommen ein bisschen ein paar mehr Kurven. So, aber die Kurven kennen wir ja nur zu gut von unserer Teststrecke. Und da überholen wir außenrum den Königseck. Das müssen wir doch gleich hart bremsen. Ein bisschen enger rum und aufs Gas. Und da sind wir aber schon an der Front. So, komm. Einmal durch die Pfütze hier. Ui, da fliegen wir schon fast drüber. Ein bisschen enger, aber ich könnte viel schneller durch die Kurven. Ich habe da echt mal ein bisschen Respekt davor. Aber der McLaren, der fliegt hier einfach durch. Der fliegt hier einfach durch. So eine geile Scheiße. Das war nicht so geil. Au, das tut weh. Das war schon klar. Oh, jetzt fast Grip. Komm. Jawohl, Feuer frei. Da sind wir wirklich kurz mal abgehoben und dadurch konnte ich natürlich nicht verzögern. Wow, das war ganz schön knapp noch am Ende. Da ist einer auch ganz schön knapp an uns ran hier. Krass, gar nicht mehr mitgekriegt. Der Königseck. One to one. Ja, das ist natürlich auch ein übles Teil. Königseck, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, aber da haben wir, würde ich mal sagen, aufgeräumt. Ja. Eiskalt aufgeräumt. Mit dem bösen Teil hier. Mit dem McLaren P1. Da nehmen wir noch einen Wheelspin. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja, ich würde sagen, wir springen jetzt dann zur Teststrecke. Aber bevor wir das tun, will ich noch kurz was loswerden. Und zwar morgen ist ja wieder Wochenende. Und ihr wisst ja, samstags 12 Uhr ist eigentlich Forza Horizon 3 Multiplayer-Zeit. Allerdings ist es so, dass diese Woche das mit der Multiplayer-Aufnahme nicht so richtig geklappt hat. Deswegen haben wir jetzt heute, also die Folge erscheint ja heute, 12 Uhr. Ich denke mal, du guckst es auch vielleicht heute Freitag an und so weiter. Deswegen haben wir heute Freitag vielleicht einen Ausweichaufnahmetermin. Das heißt, wenn du das jetzt tatsächlich noch vor heute Abend, ja, also vor dem
Also heute haben wir ja den 10.02.2017, ja, und kontrolliere lieber das Datum, nicht, dass du es jetzt hier verwechselst. Wenn heute tatsächlich für dich der 10.02.2017 ist und wir noch nicht Abend haben, dann könntest du vielleicht einfach mal bei unserem Teamspeak vorbeischauen. Da wollen wir vielleicht es hinkriegen, noch die Multiplayer-Aufnahme aufzunehmen, die dann morgen erscheinen soll. Falls es nicht klappt heute, kann es sein, dass morgen keine Multiplayer-Folge erscheint. Ich will euch einfach nochmal an der Stelle vorwarnen. Ich versuche dann halt irgendwas Alternatives rauszubringen. Höchstwahrscheinlich hier in Horizon. Ja, wobei das jetzt zu toppen hier mit dem P1 wird nicht leicht. Aber ja, aber gucken wir mal. Ja. Schauen wir aber mal. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir auf die Teststrecke. Und ich würde sagen, ich mache das, dass es auch fair für alle ist. Würde ich einfach sagen, ich mache jetzt eine Offscreen-Fahrt und eine Onscreen-Fahrt. Auf jeden Fall werde ich bei beiden Fahrten die Fresse halten. Nämlich die Fahrt, die ihr jetzt zu sehen bekommt, werdet ihr jetzt den vollen Sound bekommen. Das, was ich in der letzten Forza Horizon 3-Folge mit dem LaFerrari gemacht habe, mache ich jetzt auch mit dem P1. Ihr kriegt auch einfach mal den vollen Sound von diesem Fahrzeug, damit ihr auch mal hier dieses Geböller, dieses böses Ding, diesen bösen Stings, genau, was für ein Deutsch, ja, dieses McLaren P1 hören könnt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Teststrecke wieder. Leute. Ja, ich hoffe, der Sound hat euch gefallen. Aber ja, die Serie war ja schon ein Monster. Und das hier ist echt. Das ist echt. Und ja, mit der Serie, habe ich ja schon Anfang der Folge gesagt, haben wir ja den Rekord geschafft. Und das mit einer richtig bösen Zeit. Und ja, die getunte Variante. Jetzt mit über 1000 PS sollte ja den Rekord jetzt geschlagen haben. Die Frage ist ja eigentlich nur, um wie viel er den Rekord geschlagen hat. Und ich würde sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Ich bin gespannt. Und wir haben eine... Pff, leck mich ab. Eine 2,58. 8,23. Wir ziehen wohlbemerkt die 20 Sekunden des Starts wieder ab.
Und wir haben eine 2, 38, 8, 2, 3. Und wir gucken auf die Bestenliste. Und wir schlagen den Rekord des Serien McLaren P1 um, ja, sagen wir mal, gute 5 Sekunden. Kranker Scheiß. Das ist der erste Wagen, der es tatsächlich geschafft hat, ohne diese 20 Sekunden Abzug unter 3 Minuten zu fahren. Und das ist einfach schon ein Indiz dafür, wie krank doch dieses Teil ist. Lego mio. Und ich hab das jetzt wirklich auch gebraucht, diese Fresse zu halten und einfach mal mich zu konzentrieren. Wie gesagt, das sind jetzt 2 Durchläufe gewesen. Einen habe ich jetzt offscreen gelassen, den Erstversuch, den Zweitversuch jetzt gerade eben habe ich euch gezeigt. Also das ist jetzt schon echt eine Ansage, auf jeden Fall. Und der Rekord könnte eine Weile stehen bleiben, denke ich doch mal. Oder? Weiß man nicht. Ja, weiß man nicht. Ja, ich würde sagen, das Tuning gebe ich euch auf jeden Fall frei. Also bisschen habe ich ja was eingestellt, ein bisschen nur nach 15. Ich weiß, ansonsten ist es eigentlich ein Vollaufbau, das kriegt jeder von euch hin. Aber ich gebe trotzdem das Tuning mal frei. Und ich würde sagen, ja, wir porten uns mal direkt zur nächsten Automesse. Und dann speichere ich das Ganze mal ab unter TWIF und dann Max für Maximalaufbau. Und ja, eine 2,38, boah, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Klar, wir sind in der X-Klasse und klar, da gibt es bestimmt krassere Fahrzeuge. Wir wissen ja zum Beispiel, ein Centenario können wir auf über 1500 PS tunen. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Ansage, definitiv. Aber trotzdem, das ist jetzt erstmal ein Rekord, der steht. Und ja, ich würde sagen, ich speichere das Ganze einfach mal ab. Einstellungen speichern, da speichern wir mal ab unter TWIF. Und dann Max. Lalala, TWIF Max, genau. Das Ganze gebe ich euch natürlich direkt frei, selbstverständlich. Man könnte das auch mal auschecken. Und ey, ihr merkt schon, ich bin schon ein bisschen jetzt bisschen außer Atem. Das ist schon ein Monster, aber es macht echt unglaublich Spaß. Ich lasse es einfach so. Das macht schon unglaublich Spaß, definitiv. Also vielen Dank an alle, die sich dieses Fahrzeug gewünscht haben, aber einfach auch schon aufgrund der letzten Folge hatte ich schon so Bock, den jetzt zu fahren, da auch ein bisschen was zu tunen, einfach mal gucken, was kann man aus dem Teil rausholen. Das war schon krass auf jeden Fall. Ja, am Anfang der Folge habe ich ja gesagt, ich habe mir ja auch ein bisschen mal so reingeguckt, was man da so machen kann. Ja, weil ja viele für Performance, viele für Maximalaufbau waren. Und dann habe ich ja gemerkt, ja, irgendwie ist es ja beides. Und naja, wenn ich mir schon die Mühe mache, so ein Fahrzeug mal so ein bisschen anzugucken, ja, dann mache ich mir auch mal die Mühe, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und vielleicht hat es ja ein oder andere schon gesehen, da waren schon ein paar Setups beim P1 gespeichert. Und ja, wir gehen mal bei meinem Tuning eins nach rechts, neben dem gerade eben freigegebenen Maximaltuning. Und wir haben da nochmal was. Eine PXH Edition. Ja, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, eine PXH Edition zu machen. Und ihr seht eigentlich hier schon einen großen Unterschied zum Maximalaufbau. Und zwar, wir haben ein bisschen mehr Gewicht, bessere Gewichtsverteilung. Und die kommt dadurch zustande, da ich einen Allradumbau gemacht habe. Ja, jetzt sagt natürlich der ein oder andere, Allradumbau ist ja voll einfach, einfach Allrad rein. Aber ich bin da mit dem Hintergedanken hingegangen. Ich habe mir gedacht, guck mal, das ist ein Hybrid Hypercar, ja, wie zum Beispiel auch ein Porsche 918. Und bei Porsche ist es so, die haben halt zum Beispiel ein Elektroaggregat dazu verwendet, um die Front anzutreiben. Und da habe ich mir gedacht, warum machen wir das jetzt nicht einfach auch aus dem McLaren? Wir quasi im übertragenen Sinne setzen den Elektroantrieb an die Front und die aufgeblasene Twin Turbo, wie auch beim Maximalaufbau, lassen wir auf dem Heck agieren. Und genau so habe ich dieses Tuning ausgelegt. Ich habe gerade mal nur 15% der Leistung, oder waren sogar weniger, ich glaube sogar nur 13% der Leistung auf die Front gegeben. Und der ganze Rest, also die 87%, liegt auf der Hinterachse. Ich habe auch das Tuning sehr darauf bedacht, dass es weiterhin sehr hecklastig ist, aber einfach diesen leichten Bonus auf der Front. Man hat ja auch gerade gesehen, vielleicht in der Rekordrunde, ich habe schon ab und zu gerade beim Rausbeschleunigen schon zu kämpfen gehabt, die Leistung auf den Asphalt zu bringen, trotz diesen 3,75er Reifen hinten. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist mal ein Versuch. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Ich bin aber noch keine Runde auf der Teststrecke gefahren. Jetzt gucken wir doch mal, ob das doch rund 60 Kilogramm, 64 Kilogramm schwerere Fahrzeug
da vielleicht nicht sogar ein bisschen besser performt. Ich lade das Tuning mal und ihr wisst, wenn es eine PXH Edition oder auch ein PXH Performance Fahrzeug gibt, gibt es natürlich auch eine Lackierung dazu und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich werde euch beides natürlich wieder freigeben, beides werde ich zur Verfügung stellen, aber jetzt erstmal muss ich ja mal gucken. Erstmal müssen wir ja mal eine Testfahrt mit dem Teil machen und gucken mal, was damit überhaupt geht. So, ich lade das Design, hier haben wir das gute Ding und ja, ich habe einfach mal gedacht, ich spiele so ein bisschen mit den Farben. Ich wollte einerseits das McLaren Orange mit drin haben, aber andererseits wollte ich auch so ein bisschen eine helle und eine dunkle Note haben. Und ja, das ist jetzt hier das Design von diesem guten Teil hier. Und hier steht es auch Horizon, beziehungsweise Horizon auf den Reifen und hier PXH Edition. Der Flügel ist jetzt kurz eingefahren. Ups, na, jetzt wollte ich eigentlich nicht den Ding wegmachen, aber ist egal. Aber auch schön, dass man das mal angucken kann, ja. dann machen wir es wieder drauf. Der Flügel natürlich im Race-Mode. Entsprechend dann ausgefahren. Hier. So sieht das Ganze aus. Ja, dann gucken wir doch mal, ob dieses Fahrzeug gegen das andere anstinken kann. Das ist sie, die PXH Edition des McLaren P1. Und ich weiß, ihr wollt Action sehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Teststrecke mit diesem Teil. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, da stehen wir in der Startaufstellung. Und ab geht die Reise des McLaren P1 PXH Edition. Ich weiß selber nicht, was für eine Zeit geht. Das wird jetzt auch für mich die Überraschung sein. Mal gucken, ob wir den Maximalaufbau schlagen können. So, feuerfrei hier. Häng rum. Und Vollgas in die Schleife rein. Jetzt hier richtig bremsen. Eng bleiben, feuerfrei. Dritter Gang, anbremsen, bleiben beim dritten Gang. Zweiter Gang, hier eng bleiben, Feuer frei und nochmal eine Runde in unserer Schleife, hier ganz eng rum im ersten Gang. Nicht wundern, Getriebe ist etwas länger übersetzt, da wir nur 6 Gänge haben bei der Konstellation. Hart anbremsen da, ein bisschen verbremst, es kostet Zeit, aber jetzt hier außen entlang. Dritter Gang wieder. Kurz anbremsen, wieder ein bisschen verbremst. Ist ein bisschen schade, kostet alles Zeit. Feuer frei. Eng bleiben, Feuer frei. Und hier im ersten Gang um diese enge Kurve rum. Und voll aufs Gas. Eng bleiben, Feuer frei. Ja, ich sage immer das Gleiche, ich weiß, aber ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren, kommentieren und dann so ein böses Ding fahren, das ist gar nicht so einfach. Und aufs Gas, komm, komm, komm. Ja, seht, das Ding liegt viel, viel ruhiger, obwohl so viel Power auch auf der Hinterachse liegt. Aber dieses bisschen Antrieb auf der Vorderachse hilft halt extrem. So, fünfter Gang, hoch zu ist hier mit über 300 Sachen. Sechster Gang, jetzt ins Ziel mit über 380 Sachen. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier für eine Zeit steht. Haben wir die Zeit von gerade eben geschlagen? Haben wir es tatsächlich geschafft, das eigentlich auf dem Blatt Papier theoretisch bessere Fahrzeug zu schlagen? Vom Gefühl her war es nicht so anstrengend oder nicht so, wie soll ich sagen, so brachial. Aber ich glaube, von der Performance her, einfach diese knapp 13% Vorderradantrieb, die da mit dabei ist, einfach dieses Tickchen früher raus beschleunigen, ohne dass der Arsch kommt, trotz dass das Fahrzeug immer noch sehr hecklastig ist, glaube ich, könnte unter Umständen so die eine Sekunde vielleicht sein, die wir schneller sind. Gucken wir einfach mal. What?
Okay, eine Sekunde ist wohl... Und okay, also ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob die Zeit, die wir jetzt gerade wirklich beim Durchqueren, ob das wirklich die Zeit ist, die ich jetzt gerade eben gefahren bin, oder die Zeit, die ich offscreen jetzt gerade kurz gefahren bin. Weil hier war ja schon zwei Fehlerchen drin. Dieses zweimal Verbremsen, das hat bestimmt eine halbe Sekunde oder mehr gekostet. Aber egal. Eine 2:55.657. Bevor wir die Zeit runterrechnen. Wir wären mit dieser Zeit, nur als Beispiel, wir wären mit dieser Zeit ungefähr genauso schnell wie der Pagani Zonda Cinque. Nur mit dem Unterschied, dass wir nochmal 20 Sekunden wegen der Startverzögerung abziehen dürfen. Und das machen wir jetzt. Und dann haben wir eine 2:35. Oh mein Gott, das ist echt richtig schnell. 2:35.657. Und damit gucken wir auf die Bestenliste. Und ja, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist echt nochmal krass. 3 Sekunden nochmal schneller als das, was wir gerade eben gesehen haben. Das ist echt heftig. Aber das Ding fährt sich auch echt Bombe, ja. Und da muss ich ja mal mir wieder auf die Schulter klopfen. Nee, aber krass. Also ich gehe mal hier raus und muss einfach sagen, not bad, not bad, not bad. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, auf jeden Fall, die Folge mit dem McLaren P1. Und ich hoffe auch, euch gefällt die PXH Edition, die ich aus dem P1 rausgekitzelt habe. Hier gucken wir uns das ganze Ding nochmal an auf den Straßen. Ich finde, ja, es hat was. Also ich finde, so ein bisschen dieser Motorsport-Feeling sollte ja ein bisschen mit reinkommen bei diesem Gefährt. Also, ja. Ich bin zufrieden, sagen wir es einfach mal so damit. Mit dem Design und mit dem Aufbau und allem. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch und habt viel Spaß dabei. Und oh, leck, der LaFerrari. Jetzt kitzt er mich an. Der will doch bestimmt jetzt ein Rennen. Ja, komm doch her. Dich mache ich kaputt. Dich mache ich kaputt, mein lieber Freund, ja. Na, zeigen wir doch mal, was die Power ist. Was der Grip dieses Fahrzeugs so kann. Das ist so heftig, wie das Teil abgeht. Und nonstop Vortrieb hat. Ja, bei der Zieldurchfahrt geht es dann ins Wasser, aber ja, das Ding kann was, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich möchte euch eins noch zeigen, ja, das ist jetzt egal, wenn die Folge ein bisschen länger wird. Eins möchte ich euch noch zeigen, und zwar, als ich das Fahrzeug eingestellt habe, so ein bisschen, bin ich eine Kurvenkombination, nenne ich es jetzt mal, gefahren, und zwar von diesem Festival weg, hier diesen Berg hoch. Und jetzt guckt, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin und der Verkehr lässt es jetzt zu, aber schaut euch mal an, achtet mal nur auf die kmh-Anzeige. Und natürlich auch, was für Kurven oder Streckenabschnitte ich fahre und wie dieses Ding einfach auf dem Asphalt kleben bleibt. Achte da mal drauf. In der Hoffnung natürlich, der Verkehr lässt zu, weil dem muss ich natürlich jetzt hier auch immer ausweichen. Ja, wie jetzt. Oh, okay. Ja, natürlich fehlt jetzt natürlich einiges an Schwung. Aber trotzdem, achte da mal drauf, wie das Ding hier mit über 300 km/h hier runterböllert. Und vor allem die Kurven nimmt, wie wenn es nichts wäre. Boah, scheiß Verkehr. So. Also ich finde schon, einfach diese Kurvenspeed finde ich einfach schon so heftig von diesem Fahrzeug. Also ich würde sagen, jo, mir macht's Spaß auf jeden Fall. Also mir macht Spaß, und wenn mir was Spaß macht, dann kann ich sowas, oder möchte ich auch gerne euch sowas natürlich geben. Und wie gesagt, schreibt gerne das Feedback in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die PXH Edition findet. Einfach so jetzt vom Optischen her und dann natürlich auch, wenn ihr sie vielleicht selber ausgetestet habt. Würde ich mich freuen. Ich gebe das Ganze euch natürlich frei. Design wie so auch Tuning. Einfach unter meinem Gamertag suchen ist am besten und das Einfachste. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, schauen wir mal, was es morgen gibt hier auf dem Kanal. Lasst euch überraschen. Ich bin raus. Ciao. Wee.